Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir brauchen eine Beauftragte auch für Polizei. Die Darstellung, die wir gerade gehört haben, aus der Binnensicht der Polizei, hat das gerade mal wieder eindrucksvoll belegt. Das ist kein Misstrauen, sondern die Erkenntnis, dass wir realen Missständen entgegentreten müssen, diese realen Missstände abstellen müssen. Wir haben dazu einen aus unserer Sicht guten Entwurf von der SPD-Fraktion vorliegen, der der Beauftragten weitgehende Befugnisse gibt, diese Missstände aufzudecken und abzustellen. Im Vergleich dazu ist der Entwurf der Regierungsfraktionen ein zahnloser Tiger. Entlarvend sollte doch allen, die an der Anhörung teilgenommen haben, aufgefallen sein, dass diejenigen, die eigentlich keinen Beauftragten wollen, mit dem Regierungsentwurf sehr gut leben können. Das heißt also, es wird sich nichts ändern, wenn wir den Regierungsentwurf beschließen. Das erinnert mich ein bisschen wie damals die Diskussion mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Da steht draußen ein prachtvoller Name drauf, drinnen steht nichts drin. Deswegen werden wir dem SPD-Entwurf zustimmen und den Regierungsentwurf ablehnen. Danke sehr.